Sein Vater George Floyd starb vor einer Woche bei einem brutalen Polizeieinsatz. Seitdem tobt das Land. Jetzt hat Sohn Quincy Mason Floyd eine Bitte an alle, die aktuell ihre Wut auf der Straße verbreiten. Die Worte lauten: Gewalt bringt nichts. In einem Interview zeigt sich George Floyds Nachkomme sehr berührt durch die große Anteilnahme am Tod seines Vaters. Jeder kommt und zeigt ihm Liebe. Mein Herz ist sehr berührt von all dem. Trotzdem mahnt er all jene an, die verursachen, den Rassismus und die Polizeigewalt mit Gegengewalt zu bekämpfen. Er fordert friedliche Demonstrationen. Dinge zu zerstören, das wird nichts ändern. Sein Vater sah Quincy Mason Floyd das letzte Mal als kleiner Junge. In zahlreichen US-Metropolen kam es die sechste Nacht in Folge zu Protesten, die teils in Gewalt umschlugen. Nach CNN-Angaben haben inzwischen mindestens 40 Städte nächtliche Ausgangssperren verhängt, darunter auch Washington. The violence is not the right way to do it. Now this is beautiful, but the violence, it won't solve nothing. I mean, tearing up things, it's not going to solve anything. My dad is in peace and we have to be the ones that deal with all this stress. And it's going to be kind of tough to get over this day by day.